Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, liebe Salzburger und Salzburgerinnen, wir haben die dritte ÖVP-geführte Landesregierung, die heute neue Wege beim Wohnen verspricht, ohne genau zu sagen, welche und wohin. Und Wege gibt es viele. Es gibt Umwege, es gibt Irrwege, es gibt Sackgassen. Die Vorgeschichte lässt nichts Gutes erahnen. Die ÖVP-geführte Landesregierung hat in den letzten Jahren hunderte Millionen Euro an Wohnbaufördermitteln nicht für leistbares Wohnen verwendet. Das sind Gelder, für die Monat für Monat 1% aller Bruttolöhne und Gehälter fließen, die aber zum Teil verwendet wurden, um das Budget der Landesregierung aufzupolieren. Anständig wäre gewesen, die nicht genutzten Mittel Jahr für Jahr in einen eigenen Fonds zu geben, um in den Folgejahren die zweckkonform für leistbares Wohnen einzusetzen. Ein zweiter Punkt: Auch aufgrund der fehlenden Mittel, aufgrund der fehlenden politischen Rahmenbedingungen wurden die Ziele beim Bau geförderter Mietwohnungen Jahr für Jahr verfehlt, dann aber nicht die Strategie geändert, sondern einfach die Ziele gesenkt und wieder verfehlt. Da waren wir mal bei 1000 geförderten Mietwohnungen pro Jahr. Erst im Herbst 2020 ist es damals unter Landesrätin Klambauer dann gesenkt worden, von 900 auf 650, und die hat man dann auch wieder nicht erreicht. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Marathon verspricht zu laufen, sich aber für einen Halbmarathon anmeldet und dann nur eine kleine Runde ums Haus spazieren geht. Und das ist auch nur erwähnenswert, weil immer so getan wird, als hätte die Wohnungskrise nichts mit der Spaltung der Gesellschaft in oben und unten zu tun. Jeder Hunderter, den eine Familie für die Miete mehr zahlen muss, löst sich ja nicht in Luft auf, sondern der fließt rein statistisch zu 80% an das reichste Zehntel der Bevölkerung. Das heißt, die Wohnungskrise verstärkt die Umverteilung der Mehrheit, die nicht von ihrem Vermögen, sondern von ihrer Arbeit lebt, nach oben. Und man kann natürlich mit Geldern sehr vieles machen, sehr vieles, das nicht wirklich sinnvoll ist. Man kann, und da gibt es eine spannende Arbeiterkammerstudie von 2017 mit damals schon einer Zwischenbilanz zur Wohnbauförderung, die sehr kritisch ausgefallen ist und eine neue Ausrichtung angeregt hat. Man kann zum Beispiel sehr viel Geld dafür ausgeben, Zinsen zu stützen. Das ist eine schöne Bankenpolitik, aber keine Wohnungspolitik. Man kann sehr viel Geld für verlorene Zuschüsse ausgeben, die dann indirekt dazu führen, dass, wenn man den Kauf einer Immobilie fördert, einfach die Immobilie teurer wird. Also es gibt vieles, das kann man machen, ist aber nicht vielleicht sinnvoll. Drei kurze Wegweiser, die in die richtige Richtung verweisen. Erstens, es braucht einen Vorrang für Gemeinnützigkeit vor Profiten. Die Kollegin Jöbstl von der ÖVP hat es erwähnt, sehr viele Mietwohnungen am privaten Wohnungsmarkt sind in den letzten Jahren um 16, 18 bis zu 20% teurer geworden. Das ist am freien Markt, wo es um die Gewinnmaximierung geht, zulässig in der jetzigen Rechtsform. Auch das könnte man überdenken. Wo aber dauerhaft leistbarer Wohnraum geschaffen wird, das ist überall dort, wo die Gemeinnützigkeit gilt. Da gibt es im Detail natürlich einige Dinge, die man bedenken sollte. Es ist die Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger geöffnet worden. Da sind zwar dann befristet auch die Mieten gedeckelt, aber nach 25 Jahren können viele verlangen, was sie wollen. Also da wäre es sinnvoll, einen Vorrang für die tatsächliche Gemeinnützigkeit vorzusehen, am besten in Form auch des kommunalen Wohnbaus. Zweitens, ein Vorrang für den Bau geförderter Mietwohnungen, weil es im ersten Schritt darum geht, Wohnen für alle leistbar zu machen. Im zweiten Schritt kann ich dann die Bildung von Eigentum fördern. Und drittens, die Lösung kann nicht sein, dass man die Standards für die Menschen, die dann in diesen Wohnungen leben, einfach immer weiter verschlechtert und nach unten schraubt. Wer bei der Barrierefreiheit kürzt, tut es auf Kosten nicht nur von Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung oder Erkrankung auf Barrierefreiheit angewiesen sind, das geht auch auf Kosten zum Beispiel von älteren Menschen. Und wer sagt, naja, warum brauchen die Menschen Balkone oder so große Balkone, da kann ich gern alle einladen, im heißen August an Hitzetagen mal eine Woche in einer balkonlosen Wohnung in der Bessarabierstraße zu verbringen, da wird man förmlich gegrillt. Also es geht schon auch darum, dass man Lebensqualität nicht über Bord wirft, Wohnqualität nicht einfach zurücklässt. Man muss das Problem schon an der Wurzel anpacken, und das ist die Spekulation mit Grund und Boden, mit Immobilien und die Geschäftemacherei mit dem Wohnen.